So, einen wunderschönen guten Morgen. Naja, heute ist schon eher eine schöne Mahlzeit, meine lieben Passinger. Und heute befinde ich mich wieder an einem sehr historischen Platz. Und zwar bin ich jetzt hier, Josef-Retzer-Straße, Ecke-Bäcker-Straße. Und da ist ein Traum von einer Basilikakirche. Aus dem Jahr 1905 hat man die gebaut. Und da gehen wir jetzt mal runden. Das ist so schön. Das ist so, naja, für mich ist das der heimliche Marktplatz von Passing. Und da ist auch immer, ich weiß nicht wann, aber das kann man im Internet nachschauen, bei passingereinkaufsstadt.de immer, bei den Veranstaltungen. Hier ist auch immer auf dem Platz, wo ich gerade überlaufe, da findet immer ein Flohmarkt statt. Und zu Weihnachten ist da der Christkindlmarkt mit schönen Buden, kann man schön Rotwein trinken, ja, schöne Bratwurst von Franz am Stand. Und auf dem Platz, da hat man auch schon bekannte Stücke aufgeführt. Ja, zum Beispiel ein Jedermann hat man da schon aufgeführt. Harry Edelmann war dabei, gute Spezi von mir. Jürgen Kirner war auch dabei. Hat da auch schon auf der Thomser Riesentribüne aufgebaut da. Und da drüben ist das Pfarrhaus. Okay. Gegenüber ist mein Stauapotheken. Da kriege ich immer meine Tabletten, wenn es einmal druckt am Morgen. Oder wenn einmal irgendwie die Kopfschmerzen ein bisschen zu viel waren. Ja, gestern war ich auf der Wiesn. Aber heute kann ich nicht rüber gehen, weil heute ist ein Feiertag. Heute ist Tag der Deutschen Einheit. Ein schöner Tag. Wenn ich das gewusst hätte, dass wir sowas kriegen, hätte ich 3 Jahre vor der Mauer nicht flüchten brauchen, weil ich komme aus Dresden ursprünglich. So einfach ist es. Schaut her, da drüben ist die Lindenapotheke. Und jetzt gehen wir noch ein kleines Ringel um die Kirche um den Land rum. Also 1905 ist die erbaut worden. Hier mitten im Herzen Passings. Eine Schau, historisch. Da steht mein Hund auf der Treppe. Ich war schon drin bei der Kirche. Hab schon meine Maria Unser gebetet. Da ist happy. So, und wo wir jetzt hinschauen, das wird lustig. Und zwar ist das auch, naja, ein kleiner Geheimtipp in Passing. Und zwar gibt es da einen kleinen Biergarten unweit von der Kirche. Und da gibt es schon eine richtig schöne Hausmannskost. Und wer das macht und wer das betreibt, das sehen wir gleich. Also, bis gleich, komm gleich wieder. So, ich bin einmal schnell auf der hinteren Seite von der Maria-Schutzkirche. Und da ist ein kleiner Spielplatz. Und da bin ich im Sommer mal mit meinem Hund, ganz gemütlich, hocke ich da, lese ein Buch. Heute lese ich natürlich, weil wir ja nicht blöd sterben wollen. Lese ich heute das Heftal, was so ist, in der Kirche passiert. Und da stehen wir jetzt am Hinterseiten. Und was wir da drüben sehen, das ist die alte Scherer-Schule. Ja, ich glaube, die ist. Also mir hat das gerade einer gesagt von der Kirche, die ist halt ein bisschen später gebaut, als die Basilikumkirche. Basilikumkirche ist auch gut. Basilikakirche, ja, nennt man drei Schiffe, das heißt wirklich so, von dem Architekten. Ich glaube, der ist Scherer, aber da muss jetzt noch mal nachschauen im Bierhall, ob das stimmt. Und da hinten ist auch ein sensationelles altes Gebäude in Passing, ja, muss man sich echt einmal schauen. Das ist die alte Scherer-Schule. So schaut die von hinten aus. Und eben im Hof drinnen von der Scherer-Schule, da gibt es einen Springbrunnen. Und den hat der gleiche Mann gebaut, ja, der den Brunnen im Eschenhof gemacht hat. Ja. Der Herr Hirschmann, ich glaube, der heißt Hirschmann. Der Herr Hirschmann, sein Rentner, hat lauter super Ideen, habe ich schon mal gesagt. Der war bei mir schon dreimal im Geschäftel drin, der Herr Hirschmann. Und der macht sich jetzt auch Gedanken, wie man gestalterisch den Marienplatz und die Querstraßen schöner machen kann. Und das ist ja wichtig. Da war er schon beim Christian Hergner und hat noch ein paar Pläne mitgebracht. Der Mann ist eine Schau. Und den stelle ich euch wirklich mal vor, den sieht man nicht so oft. Muss man mal schauen. Mein Hund. Hinten bellt mein Hund. Also, hinteres Gebäude Scherer-Schule. Und ich habe ja versprochen, jetzt gehen wir in den Biergarten, der nicht weit weg von hier ist. So, wir sehen uns gleich. So, meine lieben Passinger, ich habe ja gesagt, jetzt sind wir in Richtung Biergarten unterwegs. Welcher das ist, sage ich ja gleich. Aber auf dem Weg, alles Wunderstraße, den Mann kennen wir ja, habe ich was ganz Tolles gesehen. Und zwar ganz bunt und verrückt. Und was das ist, jetzt gehen wir erst einmal durch und da habe ich eine Dame neben mir stehen, die erklärt uns gleich, was das ist. Und schaut mal, was da für lustige Leute da springen. So schaut das da aus. Alles Wunderstraße, Passing. Das war das alte Jugendzentrum, wenn man nicht ausdeicht. Und da sind jetzt lauter lustige Leute drinnen. Mit Kostümchen, ja, mit schönen Perücken. Ja, ganz bunt sind sie angezogen. Das ist richtig lustig. Ich fahre gar nicht auf mit meiner bunten Weste. Auch ein bisschen bunt angezogen heute. Aber das finde ich lustig. Gibt es seit 4 Jahren. Die junge Dame neben mir. Ja. Name nochmal? Lisa. Die Lisa? Die Red. Die erklärt uns jetzt leider ein bisschen was, um was es da geht in dem lustigen Verein. Also, jetzt muss ich meinen Hund abholen, der steht da hinten. Lauter lustige Leute da. Hab ich nicht mehr mit und dann sage ich euch gleich was. Bis gleich. Und die Lisa, die steht jetzt neben mir,
die sind im, ja, Verein kann man ja nicht sagen. Oder kann man das Verein nennen? Das ist eher so eine Art Gruppentreffen. Ein Gruppentreffen? Hat gesagt, seit 4, 5 Jahren gibt es das schon. Und das ist nur hier in Passing. Die Lisa kommt sogar aus Augsburg.